Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ich weiß gar nicht, was heute auf dem Plan steht. Ich sehe gerade, dass es keine Gebäude gibt, die im Bau sind. Wir warten auf nichts. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Doch, es gibt was, das im Bau ist. Und zwar, ich glaube, es müsste irgendwas mit, genau, Brot zu tun haben. Die Bäckerei. Aber die wird bald fertig, das ist gut. Dann können wir endlich mal die Brotproduktion aufnehmen. Denn wir müssten eigentlich genügend Mehl. Wir müssten genügend Mehl haben. Dieses Sägewerk steht noch auf Pause, richtig? Ja, das steht noch auf Pause. Weil wir hatten nicht genügend Holz und das hat sich jetzt, seit das der Fall war, auch nicht mehr geändert. Gut. Wir haben hier Weizen, der eingelagert wird, und Brot. Weizen gibt es keinen, weil der zu Mehl verarbeitet wurde. Was die Frage aufwirft, wo ist dann das ganze Mehl? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur 46 Mehl haben. Obwohl, auf der anderen Seite, er stellt 2 Mehl aus 8 Weizen her. Mal gucken. Gut. Können die Spielgeschwindigkeit mal ein kleines bisschen erhöhen. Und können wir hier die Steineklopfer noch so ein bisschen stalken. Apropos Steineklopfer. Ich hatte doch, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Folge, genau, hier noch einen Steinbruch gebaut. Und den Haushaltsplan möchte ich mir tatsächlich mal angucken. Da haben wir im Verkauf einiges, behauene Steine. Aber die Bretter sind es vor allem, mit denen wir das meiste Geld machen. Wobei sich das jetzt wahrscheinlich ein bisschen einpendeln dürfte, da es im Moment nicht genügend Holz gibt. Hier müsste auch noch ein Holzfäller sein, richtig. Da fehlen aber noch 2 Menschen. Okay, es fehlt noch einer. Bäckerei gebaut. Ja. Ich habe keine freien Dorfbewohner. Kommen denn schon neue Menschen? Da kommen tatsächlich schon neue Menschen. Wie viele denn? Genau 2. Gut, dann werden diese beiden neuen Menschen. Wer seid ihr denn? Ihr wollt euch noch nicht identifizieren, okay. Nennen wir ihn Bob und Hansi. Bob und Hansi werden Bäcker. Aber so langsam müsste ich tatsächlich mal ein bisschen dafür sorgen, dass noch mehr Leute kommen. Kann ich das beeinflussen? Ich meine, zufrieden sind meine Leute ja. Mit 94%. Wohnraum gibt es auch noch. Lagerplatz voll von der Weberei. Genau, weil die Sachen noch nicht richtig verbraucht werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn wir stellen im Moment nur Stoffe her, ne? Richtig? Stoffe, und aus den Stoffen wird aber nichts gemacht. Und da, neue Menschen. Es sind sogar 3. Ich nehme auch alle 3. Dann haben wir nämlich jetzt 2 Bäcker. Oh. Oh, ich muss dafür Menschen befördern. Das ist aber nicht so gut. Dann haben wir hier erstmal 3 Holzfäller. Und dann muss ich mir mal überlegen, wen ich befördere. Wir haben 3 Gemeine. Steinmetz. Warum ist der Bergarbeiter? Du bist aber nicht arbeitslos, du wirst jetzt Bäcker. Okay, der hat aber irgendwie noch keinen Arbeitsplatz. Der hat Zuhauseanzeigen, der hat keinen Betrieb. Konnte keinen Arbeitsplatz mit dem aktuell zugewiesenen Beruf finden. Ja, ich möchte den da drin haben. Gut. Warum das jetzt so umständlich war, weiß ich nicht, aber ließ sich ja jetzt dann relativ einfach klären. Allerdings hätte ich gerne noch einen zweiten Bäcker. Und da nehme ich, glaube ich, Abrafan. Ja, du arbeitest, das ist gut. Achso, aber das muss ich in der Halle machen, oder kann ich das hier? Dorfbewohner befördern. So.
dann zeig mir mal deinen Arbeitsplatz. Da wirst du jetzt leider entlassen. Und dann wird er hier eingesetzt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwei Bäcker und einen Baumeister zu wenig, aber das sollte sich machen lassen. Haben wir denn noch Arbeitslose? Wir haben noch drei Arbeitslose. Nur will er mir die jetzt nicht alle anzeigen, die sind nämlich alle in ihren Wohnhäusern. Na gut. Dann wäre es jetzt ganz gut, wenn er hier mal... Ja, beende Arbeit. Wo ist der denn? Typ, zeig dir. Ach, du bist zu Hause. Ja. Natürlich. Die Baumeister haben ja sonst nichts zu tun. Apropos nichts zu tun. Was haben wir denn noch an Gebäuden, die wir neu haben? Ich glaube, ich könnte dann jetzt bald mal damit anfangen, hier... Was war das nochmal, was die haben wollten? Ich weiß es gar nicht. Es gab irgendwas, was die besseren Bürger haben wollten. Aber erstmal müssen wir jetzt neue Bürger in unser Reich mit aufnehmen. So. Ja, gib mir den mal. Was hat der denn? Dem fehlt Unterhaltung, dem fehlen Waren. Genau, gewöhnliche Kleidung. Das war gewöhnliche Kleidung, die ich herstellen wollte. Dann will ich das mal eben schnell machen. Warenproduktion. Schneiderei. Stellt zwei gewöhnliche Kleidung aus einem Stoff her. Braucht aber auch einen gemeinen. Gut, das ist jetzt halt so. Ich glaube, das ist vorne, oder? Das sieht so nach vorne aus. Bauen. Und dann schauen wir mal. Dann kann ich aber schon mal die nächsten Leute befördern. Zum Beispiel... Akline. Du wirst befördert. Da. Die ist auch noch Sammlerin. Wir machen die jetzt mal arbeitslos. Und dann würde ich noch... Ja, komm, dann Agnola. Befördern wir auch noch. So. Und die machen wir jetzt auch mal arbeitslos. So. Dann brauchen wir hier neue Leute. Nämlich Leibeigene. Achso, hier. Genau. Arbeitslos. Sehr gut. Und wo hatte ich jetzt noch jemanden abgezogen? Ne, da ist ja nur der eine. Hier sind alle. Wo hatte ich den denn jetzt abgezogen? Ich glaube, Agnola war das, ne? Bergarbeiter. Dann war die Bergarbeiterin. Und Akline... Sammler. Genau, ich habe einen Sammler noch rausgeschmissen. Hier haben wir drei Sammler. Hier haben wir dann auch drei Sammler. Was mich jetzt sehr irritiert, weil wir haben irgendwie nicht mehr Sammelhütten. Wer arbeitet hier? Okay. Jetzt meine Balkontür aufgegangen. Das ist natürlich supi. Okay, sind auf jeden Fall alle besetzt. Dann ist alles in Ordnung. So, das hätte ich gerne mal priorisiert. Was eigentlich unnötig ist, weil wir nur dieses eine Gebäude bauen. Und dann können wir hier auch mal den fehlenden Baumeister auffüllen. So. Dann schauen wir jetzt mal zu, wie hier die Weberei entsteht. Das ist doch die Weberei, ne?
Schneiderei. Okay, Weberei ist das Gebäude hier. So, und während ihr euch hier mal kurz zuguckt, muss ich mal schnell das, die Balkontür wieder zumachen. So. Ja, natürlich, jetzt ist wieder Feierabend und das Gebäude ist zur Hälfte fertig. Da kann man sich mal eine leckere Brotzeit gönnen. Vor allem stellt sich die Frage, was machen jetzt eigentlich die beiden anderen Baumeister, während hier nicht gearbeitet wird. Beziehungsweise jetzt wird ja wieder gearbeitet, aber na gut. Und dabei fällt mir ein, dann kann ich hier diesem Lagerhaus auch gleich mal sagen, dass es bitte Kleidung lagert. Ach, das hat gar keine Träger. Das ist natürlich sehr gut. Ich mach mal zwei Träger. Im Zweifelsfall ziehe ich einen noch ab. Dann habe ich nämlich zwei neue Arbeitskräfte, falls erforderlich. Aber wir haben im Moment ja vier Arbeitslose. Von daher sollte das nicht das Problem sein. So, Schneiderei. Der Holzfäller hier ist auch ganz gut dabei, sehe ich gerade. Das heißt, ich muss jetzt bald mal tatsächlich das hier kaufen, um da eine nachhaltige Holzproduktion aufzuziehen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, und jetzt sind wir natürlich im letzten Drittel und der Baumeister hat mal wieder Feierabend. Nur so, wie sich das gehört. Wirnd. Gut, Wirnd hat es jetzt fertiggestellt. Unsere leckere... nee, Quatsch. Das ist eine Schneiderei. Wie komme ich jetzt auf lecker? So, einen Schneider. Ja, aber warum bist du Träger? Als ich Träger vergeben hatte, meinte ich jetzt eigentlich nicht, dass du hier die guten Menschen benutzen sollst. Okay. Okay, die bringt den Arbeitstag noch zu Ende. Und dann nehmen wir hier mal Akline. Nee, gar nicht wahr. Ich will ja gar nicht Akline haben. So soll das sein. Dann haben wir nämlich... Das gewöhnliche Volk darf die Kisten schleppen. Und der... Ja, Adel haben wir ja noch nicht. Gemeine sind ja noch keine Adligen. Bürgerstand. Die dürfen hier die wichtigen Arbeiten verrichten. Apropos wichtige Arbeiten. Ich überlege auch immer noch, ob ich die Jagdhütte vielleicht jetzt mal so langsam bauen möchte. Die Rohstoffe wären nicht das Problem. So gar nicht. Aber, by the way, dann muss ich tatsächlich auch den Markt erweitern. Und zwar um einen Warenstand. Ein Kaufmann nähert sich eurem Dorf. Okay. So, bauen. Und ein neuer Mensch. Nehmen wir. Kaufmann ist dann einfach der normale Händler, ne? Das sieht nicht aus wie der Händler. Das sieht eher wieder aus, als würde da jemand mit einer frohen Kunde zu uns kommen. Was auch immer er will. Ich werde es ja erfahren. Da hinten kommt der Kaufmann. Er ist aber auch Kaufmann. Und von ihm kommt auch diese Nachricht. Das ist ja weird. Okay, gut, dann schauen wir einfach mal, was er möchte. Sobald er dann da ist. Und hier brauche ich noch einen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter verkauft... Nee, Kleidung. Genau. So, die wird hier gelagert, ja? Ja, die wird hier gelagert. Guti. Dann haben wir das ja auch schon mal. Dann könnte ich mich mal um die nächsten Bedürfnisse von denen kümmern. Da müsst ihr mal nachgucken, welche das sind.
Unterhaltung. Wein, Bärenbräu und Bier. Okay. Ja, was möchten wir denn? Holz für die Bonnegans. Die Bonnegans möchten ein paar Brücken im Reich instand setzen. Einer ihrer Kaufleute hat eure Holzfällerlager bemerkt und möchte euch ein Angebot unterbreiten. Das klingt nach einem guten Geschäft. Besprechen wir einen besseren Handel. Kein Interesse, ja, welcher Handel denn? Die möchten 100 Holz kaufen. Aktuelle Menge 26 in den Lagern. Bestätigt die Lieferung. Heißt Gold und Prestige. In 15 Tagen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Holz auf Vorrat. Apropos zu wenig Holz auf Vorrat, was macht der hier eigentlich? Der produziert immer noch Ressourcen. Okay, gut. Ich würde mal vielleicht Territorium. Dafür habe ich schon nicht mehr genug Geld, ne? Und ich glaube, das ist auch als Waldgebiet nicht optimal. Das auch nicht. Das heißt, das hier würde unser Waldgebiet werden. Oder das hier. Oder das hier. Nein, das hier ist auch doof. Das ist mir zu felsig. Dann würde ich das tatsächlich nehmen. Und ich kaufe es auch direkt. So, dann hätte ich gerne ein Holzfällerlager. Und zu diesem Holzfällerlager hätte ich gerne auch ein Forsthaus. Da ist unser Holzfällerlager. Direkt daneben hätte ich gerne das Forsthaus. So. Jo, bauen. Und ich vermute mal, da werden die sich bald beschweren, es gibt hier so wenig Wohnraum. Deswegen würde ich denen vielleicht auch ein bisschen Wohngebiet zugestehen. Aber nur so ein bisschen. Nicht, dass die hier übermütig werden. Da können die sich eine kleine Hütte bauen und leben dann in der Nähe von ihrem Arbeitsbetrieb. Ich hoffe, das macht die glücklich. Wenn nämlich nicht, dann macht mich das böse. Oh, neue Menschen. Ja, ja. Wo sind die anderen beiden? Da und da. Natürlich als erstes mal an den Marktstand, ne? Das ist das Wichtigste. Du kommst erstmal in der Stadt an und das Erste, was du machen willst, ist Geld ausgeben. So kenne ich das. So, der produziert ganz gut Kleidung. Wir haben jetzt 50 gewöhnliche Kleidung. Ich könnte mal gucken, ob man uns die abkaufen würde. Das wäre ja mal was. Also, der kauft, beziehungsweise verkauft mir Stoff. Aber das interessiert mich alles nicht. Er würde auch leider keine kaufen. Wie steht's um Devonport? Würden die Kleidung kaufen? Die würden keine Kleidung kaufen. Es würde gar keiner Kleidung... Doch, es würde... Müdel würde Kleidung kaufen. Die Handelsroute kann ich sogar freischalten. Aber für zwei die Kleidung zu verkaufen... Weiß ich nicht... Ich schalte die auf jeden Fall mal frei. So. Und dann würde ich, glaube ich, auch direkt kommen. Quatsch, was mache ich da? Ich würde die Ware auch gleich freigeben. Und zwar, da haben wir gewöhnliche Kleidung. Alles oberhalb der Stückzahl von 50. 100 können wir lagern. Dann können wir 50 verkaufen. Gut, jetzt gerade noch nicht, weil wir jetzt gerade keine 50 mehr haben. Aber prinzipiell sollte sich das ganz gut einpendeln. So, wie sieht's hier aus? Die Bauarbeiter waren ja schon mal da und haben zumindest schon mal ein bisschen rumgeklopft.
Aber die zwei Werkzeuge sind natürlich noch eine ganze Ecke weg. Logisch. Es dauert natürlich jetzt auch ein bisschen länger, weil hier will ich bauen, da ist die Bauhütte, das ist alles... Aber es geht halt nicht anders. Ich könnte jetzt theoretisch auch noch eine Bauhütte bauen, aber das möchte ich nicht. Denn ich finde, die lohnt sich nicht unbedingt. Dann könnte ich hier auch nochmal Nahrung sammeln lassen. Ist aber halt auch wieder eine ganze Ecke weg, ne? Das ist nicht so optimal. Ich frage mich auch, warum die hier diesen ewig langen Weg gehen. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Also ich hätte jetzt erwartet, dass die irgendwie durchs Territorium einen Weg nehmen und nicht hier diesen Hauptweg. Das ist ja ein riesiger Umweg. Da müsste ich dann auch gegebenenfalls nochmal ein Lagerhaus bauen. Weil das dauert ja sonst, obwohl ein Lagerhaus ist halt auch doof. Holz wird hier eingelagert, ne? Ja. Doch, ich baue noch ein Lagerhaus. Da. Speicher, nein. Eins Lagerhaus. Machen wir mal hier hin. Direkt an die Straße und direkt an die Grenze der Parzelle. So. Gut, da haben die ja jetzt erstmal genug, an dem sie bauen können. Da habe ich neue Menschen gesehen. Ja, sehr gut. Und auch der geht erstmal direkt zum Markt. Da ist er gut aufgehoben. Gut, ich denke, hier läuft jetzt alles. Wie viel Brot haben wir inzwischen? Wir haben jetzt inzwischen 144 Brot. Das ist eine Menge. Verkaufe ich eigentlich schon Brot? Ja, ich verkaufe tatsächlich schon Brot. Cool. Und der hier verkauft Beeren, ne? Genau, der verkauft Beeren. Von denen es keine mehr gibt. Warum nicht? Es sind gerade einfach keine da. Also wir haben noch 108, 109 Stück, aber es sind gerade einfach keine am Markt. Weil er gerade welche holen war. Das stimmt mich versöhnlich, Estevo. Und mit dieser versöhnlichen Stimmung sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe. Alles Gute.